Hallöchen, ihr liebreizenden Menschen da draußen. Ich begrüße euch wieder zu einem Speedpainting. Yay! Das Motiv ist das, was ich beim letzten Mal angekündigt habe, und zwar mein Krakenmonogramm, was ich mal ausprobiert habe, auch wieder in einem Kreisformat, auch wie beim letzten Mal. Und wer mehr sehen möchte, beziehungsweise mehr Details sehen möchte, der kann doch einfach mal das Video größer machen oder sogar auf Vollbild. Das wäre natürlich sehr gewagt, aber mich haben letztens ein paar verwirrte Menschen angeschrieben, dass sie das doch gerne in größer sehen wollen würden. Und tja, es gibt sowas wie Vollbildmodus. Und ich bemühe mich auch bei meinen Videos um eine recht hohe Qualität, soweit es mir halt möglich ist, kameramäßig. Und ich glaube, diesmal sieht man auch recht gut, wie alles funktioniert. Ich habe auch wieder ein bisschen die Geschwindigkeit runtergeslowt, damit man endlich mal ein bisschen mehr sieht. Aber ich muss zugeben, dass ich insgesamt ein recht langsamer Zeichner bin, gerade was Lines angeht, weil ich gerne doppelt und dreifach drüber male. Deswegen ist es doch noch eine ganze Ecke schneller als bei anderen Leuten, denke ich mal. Dann, was mir aufgefallen ist beim letzten Video, was mir aber keiner gesagt hat, mir ist es allein aufgefallen, yay. Und zwar hatte das letzte Video am Ende gar keine gescannte Version vom Bild dabei. Aber anscheinend hat es keinen gestört. Aber mich hat es gestört, als ich es dann wieder durchgeguckt habe. Deswegen ist es jetzt wieder anders. Also hier, wer das fertige Bild sehen möchte, muss zum Ende skippen oder sich das ganze Video angucken und bis zum Ende warten. Und dann kriegt ihr nochmal eine gescannte Version von dem Bild, dass ihr euch das Endergebnis genauer angucken könnt. Ansonsten habe ich das natürlich auch auf DeviantArt und Co. wieder hochgeladen. Joa. Generell zum Motiv. Es war so eine Art neues Logo-Versuch. Also ich habe überall dieses Chamäleon in C-Form, das sich an einen kleinen L festhält. Aber das ist mittlerweile schon recht alt. Also ich zeichne seit 3,5 Jahren und ich glaube, das ist 2,5 Jahre alt. Also dachte ich mir, ich könnte mal schauen, dass ich was Neues da reinmache, wo man mich immer erkennt. Und meine Lieblingstiere sind halt Chamäleons, keine Ahnung, wie die Mehrzahl ist, und Kraken. Und da dachte ich mir, versuche ich es mal mit einem Kraken. Und beim letzten Mal hat mir diese Version mit einer Wasserblase, also ein Stück mehr in Kreisform, ganz gut gefallen. Ich finde auch Logos insgesamt in Kreisform immer ganz schön, wenn man das bei Facebook oder Instagram so da cool da reinmachen kann. Und ja, drin sind halt meine Initialien. Jetzt in dieser Version halt, dass der Tintenfisch halt ein bisschen Tinte rauspustet. Und die sollten möglichst erkennbar die Buchstaben L, C und B meine Initialien bilden. Ja, insgesamt finde ich das Bild auch gar nicht so schlecht und es hat auch wieder ein bisschen was Neues mit reingebracht. Ich habe versucht, ein bisschen anderen Kraken als sonst zu machen, sonst bin ich recht einfarbig und mache meistens recht rote oder recht lilane Kraken, weil mir das immer sehr gut gefällt. Diesmal habe ich es ein bisschen bunter gehalten, ein bisschen gelb mit drinne. Nachher die Tentakelspitzen habe ich versucht, auch ins sehr dunkelrote bis schwarze zu gehen, weil da habe ich echt ein paar schöne Exemplare ergoogelt und in meinen Büchlein gefunden. Die haben mir ganz gut gefallen und die habe ich halt versucht nachzumachen. Und darüber lege ich am Ende noch eine Maserung über die ganze Haut, damit es mal einen anderen Touch bekommt. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, wenn das Video soweit ist oder falls ihr vorskippt, dann sagt mir nochmal Bescheid, wie ihr die Farben findet und diese Maserung. Das war so ein kleines Experiment. Ja, dann habe ich es natürlich ausprobiert, mir als Logo drauf zu machen bei Facebook und Co. Aber es ist ganz cool, aber
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es zu kleinteilig ist. Also gerade das, ich glaube, dass die Tentakel, die ja auch recht dünn sind, und es sind 8 Stück, das ist also ein großer Teil vom Bild, der ziemlich feingliedrig ist. Ich glaube, das ist wirklich zu filigran, um das gut zu erkennen in so einem kleinen Format wie auf einer Visitenkarte oder halt als Avatar. Und deswegen habe ich vorerst beschlossen, das nicht zu nehmen. Es ist schade, aber ich meine, das Bild ist ja jetzt nicht im Müll oder so, sondern es ist trotzdem noch ganz hübsch. Also ein sehr netter Krake. Und ja, also vorerst habe ich halt beschlossen, es nicht zu nehmen, und ich überlege gerade, ob ich mir ein neues Chamäleon mache, weil es ja schon ein nicht so aufwendiges Tier ist wie ein Kraken, ist ja auch kleiner. Und ich glaube, man kann es generell als Logo-Tierchen besser erkennen. Ja, mal schauen, ob ich dann vielleicht auch mal die Farbe ein bisschen wechsle. Von diesem Knallgrün mit dem gelben Pünktchen mit drauf. Dass ich mir vielleicht auch eine andere Chamäleon-Rasse aussuche. Aber da muss ich jetzt auch wirklich aufpassen. Beim Kraken war ich so motiviert. Nicht, dass ich dann beim Chamäleon denselben Fehler mache und zu viele Details reinbringe, die dann keiner mehr sieht. Das wäre jedenfalls sehr schade. Aber das Chamäleon als Logotierchen, da habe ich natürlich auch nichts gegen, das weiter beizubehalten. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich das irgendwie cool hinbekomme. Weil, wie gesagt, das momentane Logo Chamäleon ist halt wirklich schon recht alt und es ist auf jeden Fall schön. Ja, Selbstlob. Nee, aber ich denke, so ein Wechsel wäre ganz cool, weil es gibt so viele Künstler, die irgendwie so gefühlt jeden zweiten Monat ihren Avatar wechseln, so einen Ausschnitt von ihrem neuesten Bild oder sowas. Aber irgendwie bin ich da, ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. Ich bin so, oh mein Gott, man wird mich nie wieder erkennen. Und ja, oder immer die so schöne Augen zeichnen und die dann als Avatar-Bildchen reintun. Wow. Ich weiß nicht, ist euch das wichtig, dass man ein Bild beibehält, dass man dann immer gut wiedererkennbar ist? Oder meint ihr, man ist schon am Zeichenstil so gut wiedererkennbar? Das würde mich interessieren, aber ich glaube, bei mir, je nachdem, mit was für ein Medium ich male, schlägt es die recht weit auseinander. Ich glaube, das könnte echt kompliziert werden. Und ich finde, es eignet sich halt, wie gesagt, auch nicht jedes Bild als kleines Avatar-Bildchen. Ja. Wow, ich mache Lärm. Sorry. Dann war es das eigentlich schon zum Bild. Außer vielleicht noch, ja, wie ihr gesehen habt, habe ich wieder so meine übliche Technik mit Bleistift auf Aquarellpapier vorzeichnen und dann mit Feinlinern, ganz normalen, diesmal glaube ich 0,3, die Zeichnung, also die Lines, und die Koloration ist komplett mit Aquarell, auch keine Buntstift- oder Copic-Sachen zwischendurch, sondern wirklich nur Aquarell, und am Ende habe ich so kleine Blubberbläschen noch reingemacht mit einem weißen Gelstift. Ah doch, Buntstift. Ach, habe ich eben doch noch gesagt. Die Maserung vom Kraken ist nachher noch mit einem Buntstift drüber gemacht. So ein bisschen feingliedriger. Ja, das war's an Infos über den Kraken. Und wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, möchte ich auch noch generell über was anderes sprechen. Und ja, ich wollte ja schauen, dass ich ein bisschen mehr Gute-Laune-Videos mache und dass ich vielleicht auch ein bisschen von mir berichte, weil ich die Person bin, die den ganzen Kram hier malt. Und ich meine, wen es nicht interessiert, der kann hier jetzt einfach abschalten oder nicht zuhören oder den Ton ausmachen oder so. Aber ja, generell von meiner momentanen Situation. Ich studiere ja Illustration und Grafikdesign und habe nebenbei einen Minijob und muss auch
jeden Tag circa fast 3 Stunden Bahn fahren. Das heißt, ich habe nicht so sonderlich viel Freizeit, wenn ich dann auch noch die Aufgaben für die Uni mache. Aber ich muss sagen, dass mir das momentan echt total gut tut und mir total Spaß macht. Und ich bin zwar jeden Tag mega down, also ich bin richtig müde und wenn ich zu Hause bin, falte ich mich erstmal zusammen und muss Schlaf nachholen. Aber es ist so ein Riesenunterschied im alltäglichen Leben, wenn man nette Leute um sich einfach rum hat. Das ist so krass. Also ich hatte halt früher öfter mal Probleme, dass ich nicht so gut bei anderen Leuten ankam und dass ich nicht so gut behandelt wurde. Und dementsprechend bin ich momentan einfach total dankbar. Ich habe in der Uni Menschen, mit denen ich über meine nerdigen Sachen reden kann. Es ist total erfrischend, wenn man einfach, weil man Lust drauf hat, eine Stunde lang über Eigenschaften von Buntstiften reden kann oder was man mit der und der Technik Tolles machen kann oder wie das und das gemalt ist oder wie der und der Künstler arbeitet. Also Themen, wofür sich die normalsten Leute meistens nicht so interessieren beziehungsweise nicht so lange reden können. Und es ist schön, in so einer nerdigen Zone zu sein und da Leute zu haben, mit denen man drüber sprechen kann. Aber jetzt finde ich es auch einfach total schön, auf einer Arbeit zu sein, wo ich einfach grundlos, nett und total überfreundlich behandelt werde. Und in meiner Naivität glaube ich auch momentan, dass das alles ernst gemeinte Freundlichkeit ist und es macht mich total glücklich. Und ich stehe abends in der Bahn und denke mir so, cool, hast du den Tag durchgezogen, hast du hart gearbeitet, hast du was fertig bekommen, hast was gelernt und nette Leute um dich herum gehabt und du hast was vollbracht und das erfüllt mich gerade total und ich wollte einfach ein bisschen so diese gute Stimmung weitergeben und vielleicht auch an Leute, die auch so Probleme haben, dass sie nicht die sozialsten Menschen sind, vielleicht nicht gut mit anderen Leuten reden können oder vielleicht auch mal wirklich krasse Probleme damit hatten, dass man sie nicht akzeptieren möchte, weil sie anders sind oder so. Dass das halt vorbeigeht. Also es wird auf jeden Fall vorbeigehen und es werden nette Menschen auf einen zukommen. Einfach so. Und die, man mag es irgendwie nicht glauben, aber die gibt's wirklich. Und es ist total krass, wenn ich in der Bahn zeichne, dann so gefühlt jeder 10. oder 7. Tag kommt jemand auf mich zu in der Bahn und möchte mit mir über meine Zeichnungen reden und meine Skizzenbücher anschauen und das ist total lieb und süß und ich höre so viel Positives und Gutes zu meinen Zielen und das motiviert mich richtig. Das ist schön. Und ich finde das klasse. Und ich glaube, man kann in dem Sinne sagen, dass ich sehr viele Gründe habe, glücklich zu sein. Ich bin glücklich über diese netten Menschen, die plötzlich mich umgeben. Klar, also bei so einem stressigen Tag hat man auch wirklich genug Menschen, die wirklich scheiße sind. Ich habe irgendwie eine Bahn immer erwischt, die unglaublich voll von nicht so sozialem Pack ist und mehr Bierflaschen als Menschen beinhaltet, gefühlt. Aber keine Ahnung, das sind Dinge, mit denen ich leben kann. Wenn dann zwischendurch wieder dieser Sonnenstrahl von grundlos freundlichen Menschen da ist, das versüßt mir eine ganze Woche. Vielleicht auch mehr. Ich find's toll. Und gerade, ich finde, jeder sollte vielleicht schauen, auch wenn es ihm gerade nicht so cool geht, dass er vielleicht daran denkt. Es gibt coole Leute draußen, man ist selber eine coole Person. Ich bin mir sicher, dass ihr alle sehr coole Personen seid. Und dass wenn es euch gerade schlecht geht, wird es auf jeden Fall besser. Ich weiß das. Das wollte ich einfach gesagt haben. Und ich weiß, es ist jetzt ein etwas seltsamer Schluss für meine Videos, aber mir egal. Das ist mein Video. Nee, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so weit geguckt habt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und
auch an die Leute, die dauernd meine Videos gucken oder, also allein schon, wenn ihr euch meine Bilder anguckt oder mich abonniert habt oder wenn ihr ab und zu einen Kommentar schreibt oder die Leute, die immer einen Kommentar schreiben, es ist, ihr versüßt mir die Tage und ihr macht mich glücklich und durch euch schaffe ich noch viel produktiver zu sein und Sinn in all den schwierigen Sachen zu sehen und ich finde das klasse. Und das wollte ich gesagt haben. Und deswegen schließe ich dieses Video mit einem ganz großen Dankeschön und wünsche euch eine ganz schöne Woche, eine ganz schöne Arbeit, eure ganz schöne Schule, ganz schöne Tage, ganz schönes Wetter und ein ganz schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank.